Hallo liebe Freunde, in diesem Video werden wir über RAID Arrays sprechen, wofür es ist, was es ist und wie man es erstellt und das, was dazu gebraucht wird. Computerhardware wird von Jahr zu Jahr produktiver. Prozessoren werden immer mehr Kerne und Threads hinzugefügt und die Häufigkeit des Chips in Grafikkarten nimmt zu. Festplatten mit hoher Geschwindigkeit haben lange bei etwa 7200 Umdrehungen pro Minute angehalten. Obwohl sie durch schnellere SSDs ersetzt werden, haben sie normalerweise ein deutlich geringeres Ressourcenpotenzial und ihre Zuverlässigkeit lässt zu wünschen übrig. Einige Benutzer verwenden daher die sogenannten RAID Arrays, mit denen die Lese- und Schreibgeschwindigkeit fast zweimal erhöht werden kann. Es gibt verschiedene Arten von RAID, von denen einige die Geschwindigkeit erhöhen, während andere die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung erhöhen. Weiter im Video werde ich über alle bekannten Arten von RAID Arrays sprechen, von denen einige für normale Benutzer geeignet sind und die in Server-Hardware verwendet werden. Wofür sind sie, wie erstellt man das und was wird dafür benötigt? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Was ist ein RAID Array? Das Akronym RAID in der Übersetzung klingt wie ein redundantes Array unabhängiger Festplatten. Es handelt sich um eine Datenvirtualisierungstechnologie, die mehrere Laufwerke zu einem logischen Element für Redundanz und Produktivitätssteigerung kombiniert. Zum ersten benötigen Sie mindestens zwei Festplatten. Je nach Art und Zweck des Arrays sind möglicherweise mehr Festplatten erforderlich. Fast jedes normale Motherboard unterstützt jetzt die Möglichkeit, SATA-RAID zu organisieren. Schauen wir uns an, welche Arten von Arrays es gibt. Erster Typ, RAID 0. Das Funktionsprinzip von RAID 0 Data Stripping. Bei diesem Array-Typ werden Informationen in Blöcke gleicher Länge unterteilt und dann abwechselnd auf jede Platte in der Struktur geschrieben. Der Hauptzweck eines solchen Systems ist die tatsächliche Steigerung der Produktivität um das Zweifache oder mehr, während das gesamte Volumen aller Festplatten verfügbar sein wird. Grob gesagt ist dies eine sequentielle Kombination von zwei oder mehr Festplatten zu einer. In RAID 0 können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Festplatten verwenden. Wenn die Festplatten unterschiedliche Geschwindigkeitsanzeigen haben, wird das Endergebnis anhand der langsamen Festplatte berechnet. Mit diesem Array können Sie Festplatten beliebiger Größe kombinieren, zum Beispiel eine 500 GB Festplatte mit einer Platte von 1 und 2 TB und so weiter. Zum Erstellen von RAID 0 benötigen Sie mindestens zwei Festplatten. Was sind die Vorteile einer solchen Gewerkschaft? Beispielsweise gibt es zwei Festplatten mit einer Schreibgeschwindigkeit von 100 MB pro Sekunde und einer Kapazität von 500 GB. Durch die Kombination in RAID 0 erhöht sich die Schreibgeschwindigkeit auf 200 MB pro Sekunde und die Lautstärke auf 1 TB. Die Leistung wird durch die Verteilung von Aufgaben auf diese Laufwerke erhöht. Bei dieser Art von Arrays können Sie verschiedene Festplatten in Bezug auf Lautstärke und Geschwindigkeit verwenden. Infolgedessen werden deren Eigenschaften in Bezug auf Lautstärke und Aufnahmegeschwindigkeit addiert. Dieser Typ wird hauptsächlich zum Hosten temporärer Dateien verwendet. Es macht keinen Sinn, die Datenbanken auf solchen Festplatten zu belassen, da durch den Ausfall mindestens einer Festplatte das gesamte RAID vollständig funktionsunfähig wird und Sie alle Informationen verlieren. Da die Daten abwechselnd auf beide Festplatten geschrieben werden und eine Datei gleichzeitig auf beiden oder mehreren Medien liegen kann, verfügt RAID nun nicht über die Mittel, um Fehler zu beheben. Wenn ein solches System auf 3-4 Festplatten aufgebaut ist, führt der Ausfall einer solchen zum Verlust aller gespeicherten Informationen.
Mit einem solchen System müssen Sie ständig sichern. Der nächste RAID-1-Chip, auch gespiegelt genannt, das Funktionsprinzip dieses Systems ist eine parallele Aufzeichnung von Informationen auf dem Primär- und dem Sicherungslaufwerk. Mit anderen Worten, die Informationen werden auf die Hauptfestplatte geschrieben und vollständig in die Sicherung kopiert. Bei einer solchen Verwendung von Festplatten ändert sich die Leistung nicht. Gleichzeitig steht jedoch nur die Hälfte des Gesamtvolumens dieser beiden Festplatten zur Verfügung. Diese Art von Arrays wird häufig bei der Serverwartung verwendet, da bei einem Ausfall der Laufwerke alle duplizierten Dateien auf anderen Medien verbleiben. Der Zweck solcher Systeme ist das Reservieren und Klonen von Informationen. Ein solches Array weist eine hohe Zuverlässigkeit auf und funktioniert, solange mindestens eine Festplatte funktioniert. Der Nachteil von RAID 1 besteht darin, dass der Benutzer bei zwei Festplatten nur ein Volume empfängt. Alle anderen Arten von Arrays sind unterschiedliche Variationen der ersten beiden. RAID 10. RAID 10 kombiniert RAID NULLs und RAID 1. Daten werden parallel auf zwei Festplatten geschrieben, während Kopien auf zwei weitere Festplatten geschrieben werden. Dies erhöht die Festplattenleistung und die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung. Die Mindestanzahl von Festplatten zum Erstellen eines solchen Systems beträgt 4. Als Ergebnis erhalten Sie eine doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit mit einem Volumen von nur zwei Festplatten von 4. Bei einem Ausfall von zwei Festplatten ging keine Daten verloren. RAID 2, 3, 4 sind selten und unbedingt, dass Sie Hamming-Codes verwenden, die Bytes und Prüfsummen blockieren. In RAID 2 werden Daten auf Festplatten verteilt, auf denen Informationen gespeichert werden sollen. Genau wie in RAID 0, das heißt, sie werden entsprechend der Anzahl der Festplatten in kleine Blöcke unterteilt. Die verbleibenden Festplatten speichern Fehlerkorrektur-Codes, nach denen Informationen wiederhergestellt werden können, wenn eine Festplatte ausfällt. Der Vorteil von RAID 2 ist eine Erhöhung der Geschwindigkeit von Festplattenvorgängen im Vergleich zur Leistung einer einzelnen Festplatte. Diese Art von RAID ist im Heimsystem aufgrund der übermäßigen Redundanz der Anzahl der Festplatten nicht weit verbreitet. Beispielsweise werden in einem Array von 7 Festplatten nur 4 Festplatten für Daten zugewiesen. Mit zunehmender Anzahl der Festplatten nimmt die Redundanz ab, was sich in der Tabelle widerspiegelt. Der Hauptvorteil von RAID 2 ist die Möglichkeit, Fehler im laufenden Betrieb zu korrigieren, ohne die Geschwindigkeit des Datenaustauschs zwischen dem Festplattenarray und dem Zentralprozessor zu verringern. RAID 3 und 4. Diese beiden Arten von Platten-RAIDs sind im Konstruktionsschema sehr ähnlich. In beiden Fällen werden mehrere Festplatten zum Speichern von Informationen verwendet, von denen eine ausschließlich zum Platzieren von Prüfsummen verwendet wird. Drei Festplatten reichen aus, um RAID 3 und RAID 4 zu erstellen. Im Gegensatz zu RAID 2 ist eine solche Datenwiederherstellung nicht möglich. Informationen werden wiederhergestellt, nachdem eine ausgefallene Festplatte für eine Zeit ausgetauscht wurde. Der Unterschied zwischen RAID 3 und RAID 4 besteht in der Ebene der Datenpartitionierung. In RAID 3 werden Informationen in Separate Bytes unterteilt, was zu einer erheblichen Verlangsamung beim Schreiben und Lesen einer großen Anzahl kleiner Dateien führt. Im RAID 4 werden Daten in separate Blöcke unterteilt, deren Größe die Größe eines Sektors auf der Festplatte nicht überschreitet. Infolgedessen wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit kleiner Dateien erhöht, was für PC von entscheidender Bedeutung ist. Aus diesem Grund ist RAID 4 weiter verbreitet. Ein wesentlicher Nachteil der betrachteten Arrays ist die erhöhte Belastung der Festplatte zum Speichern von Prüfsummen, wodurch die Ressourcen erheblich reduziert werden. Nächstes RAID 5. Das Funktionsprinzip ähnelt RAID 1. Für RAID 5 allein sind mindestens drei Laufwerke erforderlich, von denen eines doppelte Informationen speichert. In diesem Fall steht Ihnen fast das gesamte Volumen im System zur Verfügung, mit Ausnahme einer Datenfestplatte für die Wiederherstellung. Darüber hinaus wird die Leistung erhöht, jedoch nicht um ein Vielfaches wie im Fall von RAID 0. Dieses Array wurde für spezielle
spezifische Aufgaben entwickelt, wenn eine große Anzahl von Festplatten zusammengebaut wird. Angenommen, Sie haben 4 Festplatten mit jeweils 2 TB. RAID-10 bietet Ihnen ein Volumen von 4 TB, eine 2-mal schnellere Geschwindigkeit und die Möglichkeit, Informationen von bei einem Ausfall von 2 Hauptträgern gleichzeitig vollständig wiederherzustellen. RAID 5 bietet in diesem Fall 6 TB für Ihre Anforderungen, eine leichte erhöhte Datenschreibgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Daten von einer beschädigten Festplatte wiederherzustellen. In diesem Fall sieht RAID 10 wie ein attraktives System aus. Als RAID 5 Star, wir gegen eine Gebühr von 2 GB eine hohe Leistung und die Möglichkeit einer vollständigen Wiederherstellung erhalten. Die Situation ändert sich jedoch, wenn die Festplatten viel größer werden. Wenn Sie 10 Festplatten in jeweils 2 TB haben, erhalten Sie mit RAID 10 nur 10 TB, die Ihnen zur Verfügung stehen. Im Fall von RAID 5 sind es 18 TB, alle Festplatten sind verfügbar, außer einer, auf der doppelten Daten gespeichert sind. Hier sind bereits 50% des verfügbaren Volumens ein zu hoher Preis für die Möglichkeit einer vollständigen Wiederherstellung und einer doppelten Geschwindigkeit. Wo es rentabel ist, eine leichte erhöhte Geschwindigkeit, fast das volle Volumen und die Fähigkeit zu erhalten, ein Laufwerk wiederherzustellen. Das übrige Problem wird weitgehend durch das Erstellen von Arrays unter Verwendung des RAID 6 Schemas gelöscht. In diesen Strukturen weist die Speicherung von Prüfsummen, die ebenfalls zyklisch und gleichmäßig auf verschiedene Festplatten verteilt sind, einen Speicher zu, der dem Volumen von 2 Festplatten entspricht. Anstelle von einer werden 2 Prüfsummen berechnet, die die Datenintegrität sicherstellen und gleichzeitig 2 Festplatten in einem Array ausfallen lassen. Vorteile von RAID 6 sind ein hohes Maß an Informationssicherheit und weniger als bei RAID 5 ein Leistungsabfall während der Datenwiederherstellung beim Ersetzen einer beschädigten Festplatte. Der Nachteil von RAID 6 ist eine Verringerung des gesamten Datenaustauschkurses um etwa 10% aufgrund einer Zunahme der Anzahl der erforderlichen Prüfsummenberechnungen sowie aufgrund einer Zunahme des Volumens der aufgezeichneten gelesenen Informationen. Wie erstellt man ein RAID 3? Es gibt 2 Möglichkeiten, Hardware und Software. Im ersten Fall benötigen Sie mehrere an das Motherboard angeschlossene Festplatten und einen RAID-Controller oder ein Motherboard mit RAID-Unterstützung. Als nächstes müssen Sie im BIOS die RAID-Unterstützung aktivieren. Beim Neustart des PCs sollten dann eine Tabelle mit subtilen RAID-Einstellungen angezeigt werden. Wenn es nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise zu Beginn des Downloads die Tastenkombination Ctrl plus I drücken. Wenn Sie einen externen Controller verwenden, müssen Sie höchstwahrscheinlich F2 drücken. Klicken Sie in der Tabelle selbst auf Create Massive und wählen Sie die gewünschte Ebene aus. Nach dem Erstellen eines RAID Arrays im BIOS müssen Sie im Betriebssystem in die Datenträgerverwaltung gehen und den nicht zugewiesenen Bereich formatieren. Dies ist das erstellte RAID Array. Sie müssen nichts im BIOS aktivieren oder deaktivieren, um Software RAID zu erstellen. Sie benötigen im Wesentlichen nicht einmal Unterstützung für Motherboard RAID. Wie bereits oben erwähnt, wird die Technologie auf Kosten des PCs, Zentralprozesses und der Mittel des Betriebssystems selbst implementiert. Auf diese Weise können Sie ein RAID des ersten Typs erstellen. Öffnen Sie Disk Management mit der rechten Taste im Startmenü. Klicken Sie dann auf eines der Laufwerke, die für den RAID vorgesehen sind, und wählen Sie gespiegeltes Volumen erstellen. Wählen Sie im nächsten Fenster das Laufwerk aus, das ein Spiegel einer anderen Festplatte sein soll. Weisen Sie einen Buchstaben zu und formatieren Sie den nächsten Abschnitt. Bei der Datenträgerverwaltung werden gespiegelte Volumes in einer Farbe hervorgehoben und durch einen einzelnen Buchstaben gekennzeichnet. In diesem Fall werden die Dateien einmal pro Volumen auf beiden Volumes kopiert und dieselbe Datei wird auf das zweite Volumen kopiert,
Im Fenster an meinem Computer wird das Array als ein Abschnitt angezeigt. Wenn ein Winchester ausfällt, wird der Fehler fehlgeschlagene Redundanz angezeigt, während im zweiten Abschnitt alles intakt bleibt. Seien Sie jedoch vorsichtig, alle Daten auf Datenträger beim Erstellen eines Arrays werden gelöscht. Achten Sie darauf, zuerst wichtige Daten zu übertragen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.